Sind Sie gestürzt? Ich schicke eine Streife. Die bayerische Polizei ist mit über 40.000 Beamten und zivilen Mitarbeitern rund um die Uhr für die Sicherheit der 13 Millionen Einwohner sowie der Besucher Bayerns verantwortlich. Der Polizeinotruf ist deshalb 24 Stunden am Tag erreichbar. Die bayerische Polizei hat 10 Einsatzzentralen. Im Verlauf des Projekts rüsten wir alle 10 Einsatzzentralen mit der Kommunikationstechnik der Firma Frequentis aus. Das Polizeipräsidium Mittelfranken ist zuständig für die Sicherheit der 1,7 Millionen Einwohner des Regierungsbezirks. Und dann schicke ich Ihnen gleich jemanden, ja? Gemeinsam mit meinen ca. 100 Kolleginnen und Kollegen bearbeiten wir 300.000 Notrufe im Jahr. Der Polizeinotruf? LiveX nutzen wir als Sprachkommunikationssystem. Können Sie mir Ihren Namen bitte sagen? Das heißt, wir setzen es ein, um Notruf, Telefonie und Funk über ein System abzuarbeiten. 1412 hört. Eine Streife bitte zur Geschädigten. 1412 könnt ihr anfangen. 1412 hört mit und fährt. Die wichtigste Anforderung an unsere Kommunikationslösung war die Anbindung der Leitstellen per Draht an den Digitalfunk. Diese Gelegenheit haben wir genutzt, um letztlich alle Kommunikationssysteme in einem einzigen System abzubilden. 7511. Wir haben eine einheitliche Bedienoberfläche für drei Sprachkommunikationen, Funk, Notruf und Telefonie. Das heißt, wir haben sehr schnell Zugriff auf alle Möglichkeiten der Sprachkommunikation, sind dadurch sehr schnell und effizient geworden. Bitte übernehmen Sie die Fahndung im nördlichen Bereich. Verstanden. Ja, nach der Installation von LiveX ist es leiser geworden. Aber jetzt im Moment brauchen Sie wohl die Polizei vor Ort. Insgesamt ist das Geräusch, der Geräuschpegel in der Einsatzzentrale ist niedriger. Wir sind schneller, das merkt man nicht unmittelbar, aber durch die automatisierte Verteilung ist man in der Lage, mehr Notrufe zu gleicher Zeit anzunehmen. Essentiell in Bezug auf die Leitstellentechnik für uns ist die Zuverlässigkeit, die Geschwindigkeit und eine intuitive Bedienung, die Fehler in der Handhabung minimiert. Durch den Einsatz von LiveX haben wir es geschafft, viele Kommunikationssysteme in eine einheitliche Bedienoberfläche zu bringen, die sehr intuitiv ist. Dies bedeutet weniger Schulungsaufwand für die Anwender in der Einsatzzentrale und auch schnelle Abläufe in der Abwicklung von Notrufen und von Funkgesprächen. LiveX erfüllt die Anforderungen an die Zuverlässigkeit. Es ist ein sehr stabiles System und aufgrund der Zukunftsorientiertheit haben wir, was Wartung und Betrieb betrifft, erhebliche Vorteile. Ja, es gibt ein besonderes Highlight während des Projektablaufs. Wir haben den Digitalfunk für den G7-Gipfel über das Sprachkommunikationssystem der Firma Frequentis abgewickelt. Dafür haben wir dann den International Critical Communication Award 2016 in London gewonnen, eine internationale Auszeichnung für besondere Leistungen in sicherheitskritischen Infrastrukturen. Das System, das die Firma Frequentis angeboten hat, hat eine sehr intuitive Bedienoberfläche, überzeugte uns vom Gesamtkonzept und vor allen Dingen hat uns auch die Leistungsfähigkeit der Firma überzeugt. Durch ihren unermüdlichen Einsatz sorgt die Polizei Tag für Tag dafür, dass sich die Menschen in Bayern sicher fühlen können. Frequentis unterstützt mit innovativer, ausfallsicherer Technologie, weil jede Sekunde entscheidend sein kann.